Ein etwas verloren geglaubtes Gefühl ist zurück. Eine Heimniederlage im 9. Heimspiel hier mit 0:2. Ich begrüße die beiden Trainer hier auf dem Podium und gebe zunächst gerne dem Gästetrainer das Wort. Alois Schwarz, bitte Ihr Kommentar zum Spiel. Ja, auch vom ersten Mal ein herzliches Hallo. Ja, ich habe gesagt, wenn man in Paderborn was holen will, dann braucht man ein bisschen Matchglück, auch mal Schiri-Glück. Und ich denke, Matchglück hat man heute auch gehabt. Die erste halbe Stunde, denke ich, war das Spiel pari, war weder drüben noch hüben dementsprechend große Möglichkeiten. Dann so ab der 30., 35. Minute haben wir ein bisschen ums Tor gebettelt. Da hatten wir Glück, dass wir da keinen fangen. Wir haben gesagt, wir müssen aktiver sein, um den Gegner auch weiter vom Tor wegzuhalten und schneller in die Spitze spielen. Und das ist uns in der zweiten Halbzeit dann gleich mit dem ersten Ball sehr, sehr gut gelungen. Schleusner macht das Tor, macht er hervorragend. Und da haben wir das Matchglück gehabt, dass der SC Paderborn ein paar Fahrkarten geschossen hat. Machen dann das 2-0 und dann hat man das Schiri-Glück nicht, weil ich denke, von meiner Sicht aus war das mit Sicherheit kein Elfmeter, weil so schnell kann auch ein Spiel wieder kippen, wenn der Ball reingeht. Da hat man dafür einen guten Torhüter und mit viel Glück und Geschick haben wir das hier verteidigt, haben unsere Serie ausgebaut und gehen jetzt im nächsten Spiel Richtung VfR Aalen. Dankeschön. Ja, Herr Schwarz, vielen Dank für Ihren Kommentar zum Spiel. Steffen, wir haben gehört, Fahrkarten, wie warst du zufrieden heute, trotz des Ergebnisses vielleicht? Ja, erstmal möchte ich dem KSC gratulieren zu einer guten Leistung. Ich glaube, wir haben ein gutes Drittligaspiel gesehen von beiden Mannschaften. Ich sehe es ähnlich wie mein Kollege, dass die erste halbe Stunde doch sehr, sehr ausgeglichen war. Wir konnten uns dann einen Chancenplus erarbeiten, haben es dann halt auch nicht geschafft. Und da muss man halt auch den Hebel ansetzen, dass wir es nicht geschafft haben, ein Tor zu machen. Das gehört aber dazu und der KSC hat es dann aber auch sehr gut gemacht mit dem ersten Spiel. Das war, glaube ich, ein super Ball, von hinten in die Tiefe gespielt, sehr gut abgeschlossen. Auch das muss, auch da gehört erstmal Können dazu. Und dann sind wir natürlich mit dem 1-0 ein bisschen in der Geschichte hinterhergelaufen. Ich glaube, dass man den Jungs schon angesehen hat, dass sie wollten, dass sie immer wieder hingegangen sind. Dann mit dem 2-0, wo man, hatten sich zwar meine Spieler so ein bisschen aufgeregt wegen Foul, also ich habe da auch keinen Foul gesehen, also auch das Tor geht meines Erachtens klar in Ordnung. Liegst du natürlich 2-0 hinten, probierst nochmal alles, hättest die Möglichkeit mit dem Elfmeter einen Anschluss zu machen, machst du nicht und am Ende muss man einfach sagen, unabhängig davon, dass ich glaube, dass meine Jungs schon dann wieder attackiert haben, auch immer wieder sich Torchancen erarbeitet haben, aber am Ende muss man einfach sagen, der KSC war dann in dem Moment cleverer und so auch der verdiente Sieger des heutigen Spiels, weil, wie gesagt, zum Fußball gehören Tore. Das haben wir heute nicht geschafft und, wie gesagt, wir müssen den Kopf hochnehmen. Ich war in einigen Situationen nicht ganz so zufrieden. Wir haben es dann in anderen Spielen schon besser gemacht, gerade auch in der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde, wo wir doch einige sagen wir mal, Bälle gespielt haben, die normalerweise an Mann kommen, die nicht so gut gekommen sind. Aber wie gesagt, über das ganze Spiel, KSC Glückwunsch, 2-0 gewonnen und wir nehmen den Kopf hoch und versuchen nächste Woche wieder an alte Leistungen anzuknüpfen und hoffen, dass wir in Wiesbaden mehr holen als heute.